Ja, Thema dieses Videos ist ein bisschen aus dem agilen Projektmanagement. Es ist nicht immer Sonnenschein. Und ich war hier gerade, wollte Aufnahmen machen für meinen neuen Freelancer-Kursus. Darin vermittle ich, wie man erfolgreich Freelancer werden kann. Aber in diesem Video geht es über die Einstellung zu Projekten. Und es gibt etwas in der agilen Szene, das ist dieses, ja, aktuell viel gut. Wir finden alles, was da ist, toll und müssen immer super happy sein und immer positiv denken. Und ja, meine Einstellung dazu, es regnet zwar gerade nicht, aber leider kann ich meine Videos trotzdem nicht bei Sonnenschein machen, denn es ist eben nicht immer Sonnenschein, es ist nicht immer alles positiv in Projekten und viele von den Ansätzen, dass alles sich von selber löst, sind einfach auch mal ja, in meiner Ansicht nach falsch, nach dem, was ich bei meinen Projektumgebungen so mitgekriegt habe. Manche Coaches, die kommen an und sagen, ja, das Team weiß es immer am besten, aber eben nicht jedes Team. Und ich finde, als Coach hat man auch eine Verantwortung dem Team gegenüber, dass man sie nicht in, ja, irgendwelche Fallen reinrennen lässt. Und seien das nun technische Fallen oder auch organisatorische Fallen. Wenn ihr beispielsweise Lehrlinge habt in einer Werkstatt, in einer Tischlerwerkstatt, seid ihr als Coach, als Lehrmeister auch angeleitet, dafür zu sorgen, dass sie mit der Kreissäge so umgehen, dass sie sich nicht den Finger absägen. Natürlich kann man sagen, okay, die lernen von selbst, die können das selbst organisiert machen und die werden schon den Verbandskasten finden, wenn sich der Erste den Finger abgesägt hat. Das sind aber alles Wege als, ja, für eine Organisation, die nicht Not tun. Deshalb sollte man den Leuten auf gewissen Ebenen einfach auch mehr Coaching, mehr Anleitung an die Hand geben, so dass sie sich nicht um ja, wesentliche Fallen geben. Und da gibt es gerade im agilen Bereich, gehört mich für mich auch mit dazu, ja, technische Voraussetzungen. Das heißt, aktuelle Entwicklungen wie CI/CD, DevOps, Test-Driven Development, sowas gehört für mich eindeutig in den Bereich des agilen Coachings mit rein, die auch ein agiler Coach mitbringen muss. Er muss jetzt nicht für jede Testumgebung, jedes Testlevel alle technischen Sachen selber umsetzen können. Aber er sollte wissen, dass das vorhanden sein sollte. Er sollte sich damit technisch ein bisschen auskennen. Vielleicht sogar die Leute zu Sessions anleiten können. Idealerweise noch unter die Arme greifen oder zumindest jemanden organisieren können, der denen die technischen Feinheiten mitgibt. Genauso ist das bei organisatorischen, wenn man als, ja, agiler Coach, als Scrum Master irgendwo reinrennt und sein Team plant eine Velocity von 100, die schaffen aber nur 20 Storypoints normalerweise, dann ist das der Zeitpunkt, wo ihr reingrätschen müsst und auch mal sagen, Leute, das ist so nicht in Ordnung. Ich erlebe immer wieder, dass manche Teams einfach mehr unter der Hand brauchen, weil diese Umgewöhnung, diese Eigenverantwortung ist am Anfang noch nicht da. Deshalb ist es davon Vorteil, den am Anfang mehr mit an die Hand zu geben. Manchmal brauchen Teams vielleicht auch so einen Lead-Software-Architekt oder zumindest Anreize, Sachen umsetzen. Wobei das reinspielt, ist auch gerade bei dem kleinteiligen Denken, dass Leute immer zu große User-Stories bauen. Ja, das ist so ein kleines bisschen ein Läster- und Mecker-Video zu Sachen, die ich im agilen Bereich immer gehört, von alles selbst organisiert, rein positives Denken. Der Agile-Coach muss kein technisches Wissen haben und jedes Team kann das selber. Es gibt auch gute Teams. Wenn ihr gute Teams habt, die schon ein höheres Level erreicht haben, dann macht das natürlich nicht Sinn, sich in jedem Punkt einzumischen und in jedem Punkt zu sagen, macht das mal anders. Aber man sollte zumindest die Sicherheit für die Teams so setzen, dass sie sich nicht selber die Finger absägen, dass sie sich nicht selbst die Nägel in die Füße hauen, sondern die nötigen technischen Grundlagen mitvermitteln oder dafür sorgen, dass sie vermittelt werden und hier oder dort mal eine Stoppbremse einsetzen. Mein kleines Statement zum Samstag. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann.